Ja, liebe Tegelsport-Fans, die Schulsporthalle hier in Dettenheim wurde vor wenigen Wochen, in wenigen Tagen, zu einer Tegelsport-Arena umgebaut. Dafür mitverantwortlich waren Jens Jung und René Stüdemann von der Firma Alborn. Die erste Frage an den Prokuristen Jens René Stüdemann. Wie lange habt ihr für den Umbau ungefähr benötigt? Erstmal viele Grüße an die Kegler überall in den Ländern. Ist ja sicherlich auch viel Fachpublikum dabei. Der Aufbau, man kann es zum Teil hier im Internet sehen, sind reichlich 2 Wochen. Wurden die Bahn aufgebaut mit 4 Monteuren unsererseits, die natürlich von früh bis abends gearbeitet haben. Die Hallenmietzeiten sind ja begrenzt, wo die Halle genutzt werden kann für einen Aufbau. Wo soll ja so ein Sport drauf gemacht werden? Und wir hatten umfangreiche Unterstützung vom Verein, sodass wir einen guten Start hatten. Es muss sehr viel Material reingetragen werden, hier verteilt werden und auch andere arbeiten, sodass wir gut vorangekommen sind und dann auch Zeit hatten zum Testen, zum Einstellen, zum Probieren, bis dann eben die Bahnabnahme kam. Material ist ein gutes Stichwort. Könnt ihr das ungefähr in Tonnen mal ungefähr mal ein bisschen quantifizieren, wie viele Tonnen jetzt hier in die Halle gesteppt worden sind? Ja, nicht ganz genau, aber wir hatten 2 wirklich randvolle Lastzüge und dann kommt man wahrscheinlich so auch auf 40 Tonnen. Ungefähr, was das Material wiegt. Ja, also viele sieht man nicht, aber gerade unter der Lauffläche, mehrlagige Trägerplatte, ja, viel Holzunterbau, wir müssen auf die Höhe kommen. Und gerade das macht auch das Gewicht aus. Ja, das Gewicht sind also mehr die Platten und dieser ganze Aufbau, weniger die Maschinen und andere Dinge. Also auch da kann man sagen, eine weltmeisterliche Leistung, um das jetzt hier auch alles dann ja, fristgerecht dann auch hier zur Verfügung stellen zu können. Aber nicht nur der Aufbau kostet ja Zeit, es war ja auch eine Zeit, um das Ganze vorzubereiten, vom Designkonzept bis zum Logistikkonzept. Wie viele Mitarbeiter waren denn da beteiligt und wie lange hat das gedauert? Ja gut, letztendlich waren hauptsächlich beteiligt der Herr Alborn, der auch, sag ich mal, die Farbe ausgesucht hat für die Weltmeisterschaft, wo wir lange überlegt haben und auch diskutiert haben, welche Farbe die richtige ist. Entscheidend war eben, dass wir mal was anderes zeigen wollten von der Farbe her und ich denke, das ist uns auch gelungen. Und man hört ja so ein bisschen, was die Zuschauer wiedergeben, das kommt ja auch sehr gut an. Und ja, der René ist eigentlich Hauptinitiator bei uns, der da viel Herzblut reinsteckt auch. Aber letztendlich sind alle Mitarbeiter involviert. Ne? Es sind ja Sachen wie neues Pult, wie setzen wir irgendwie den Unterbau um. Das sprechen wir natürlich alles mit unseren Monteuren im Vorfeld ab und versuchen da die passenden Lösungen zu finden. Also letztendlich ist jeder in der Firma involviert. Team ist natürlich eine Teamaufgabe. Es ist ein Kraftakt für eine Firma, sowas auf die Beine zu stellen. Das findet natürlich Personal. Wir wollen natürlich ein gutes Ergebnis hier haben, dass die Leute zufrieden sind. Ja, also ich frage abends die Nationalmannschaften, wie sie es finden, wie sie die Bahn finden. Man kann sich auch selbst noch verbessern. Aber im Moment, also nur positive Resonanz, das ist sehr schön, das freut uns natürlich. Wir spielen gerne auf der Bahn, finden auch eine ehrliche Bahn. Das sind hohe Ergebnisse, wie wir auch gestern Abend gesehen hatten bei der Kroatin, 666. Ja, wir haben hier gefiebert, wir haben noch einen Wurf. Der vorletzte beim Abräumen etwas besser gewesen, hätten wir einen Weltrekord gehabt. Und ich denke, dass es den Leuten Spaß macht. Ist es denn so, dass dann ein Weltrekord auch ein Verkaufsargument ist für eine Kegelbahnanlage? Ja, sicherlich nicht unbedingt. Also ich denke mal, letztendlich ist das Entscheidende, dass die Kegler, die hier nun kegeln, zufrieden sind, gute Fallergebnisse haben. Das allerdings ein Weltrekord ist dann nochmal so das i-Tüpfelchen, ne? Was nicht für den Verkauf wichtig ist, aber natürlich für die Firma auch eine Rolle spielt. Das ist ja, zeigt einem ja auch, okay, man hat eine richtig gute Bahn, die auch Weltrekorde liefern kann. Das ist schon eine schöne Sache, wenn sowas passiert, aber wir wollen es nicht erzwingen. Entscheidend ist, dass die Kegler alle zufrieden sind und sagen, ihr habt da eine gute Bahn hingebaut, wo wir schöne Ergebnisse haben. Das ist das Entscheidende eigentlich. Wichtig auch nachvollziehbare Ergebnisse. Ne? Also haben wir hier auch schon von der WNBA, von den Schiedsrichtern gehört. Wir haben hier hohe Ergebnisse, Weltrekord ist jederzeit möglich. Einer ist ja auch gefallen bei U18, ja. Denke ich, dass es so war. Und das ist so das Ziel. Ja. Ich glaube, das wichtigere Ziel ist einfach, dass hier einfach die Technik funktioniert während der Weltmeisterschaft. Ich denke mal, dass hier keine einzige Bahn ausfallen darf während dieser Weltmeisterschaft, denn dann würde der ganze Zeitplan nicht mehr aufgehen. Richtig, in der Technik steckt man nicht drin, im Computer noch etwas weniger. Und natürlich hat keiner Geduld. Es wird über 8 Bahnen gespielt. Und wenn nur eine ausfällt, nur ein Problem ist, stockt der Wettkampf. Und wir wollen im Zeitplan bleiben. Und darum sind wir hier immer bereit, wenn irgendwas Kleines ist, da springen zu können.
Vorhin war noch eine kleine Episode, wir hatten einen Spieler mit 48 km/h, sieht man sonst auch nicht, und er hat es fertig gebracht, einen Knoten reinzubekommen, über dem Kegel, also nicht irgendwo, sondern er hat sozusagen über dem Kegel, 4 cm über dem Kegel, einen Knoten reingemacht. Ja, also habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Das sind ja so, jetzt sag ich mal, auch dann so, die man auch mal so mal ganz kurz erwähnen kann, dass die Männer hier mit einer Geschwindigkeit, ja, man ist noch so eben im Bereich des Tempo 50 Limits, aber das ist ja auch so, dass da die Kegel zum Beispiel einer ungeheuren Belastung ausgesetzt sind. Das ist richtig, man kann hier wirklich Materialtests machen, sieht, was die Kegelbahn aushält, es ändern sich ja auch die Materialien, in den letzten Jahren ist ja viel geschehen, vom bauchigen Kegel am Anfang, der nun ein ganz anderes Fallverhalten hat, der höher fliegt, wo auch mehr Ergebnisse erzielt werden, bis zu den Belegen, die jetzt aus Gummi sind an der Seite, wo mehr Rückschlag ist. Na, und hier sieht man dann halt das Ergebnis dann auch, wenn starke Spieler kommen, wenn die Serben oder die Deutschen kommen, wie das Material wirkt, wie sich es auswirkt. Ne? Also das hier ist ja natürlich das Beste vom Besten eingebaut. Ja, ich sehe ja in der Regel immer sehr entspannte Gesichter in der Boxengasse, wenn ich es mal so sagen darf, wenn die Techniker da den Wettkampf beobachten, aber ab und zu kommt es halt eben dann doch dazu, dass eben auch dann alle gefordert sind. Und gestern Morgen war es dann zum Beispiel so, dass irgendwas ausgewechselt werden musste. Also man muss also für den Eventualfall vorbereitet sein. Ja, selbstverständlich. Wir haben ja auch zahlreiche Ersatzteile mit dabei. Also wir sind schon in der Lage, in kürzester Zeit zu reagieren. So ist ja gestern früh eine Kegelstandbeleuchtung ausgefallen, wo wir dann eben eine neue Lampe einbauen mussten. Ja gut, da haben wir, glaube ich, 10, 20 Minuten Verzögerung durchgehabt. Hat sich nun mal so ergeben. Aber wie gesagt, wir sind in der Lage zu reagieren. Selbst wenn eine Steuerung ausfallen würde, könnten wir relativ zeitnah das wechseln. Also ich habe beobachtet. Ich möchte noch was kurz sagen, dass man die Herren auch erwähnt, sitzen am Pult von 7 bis 21.30 Uhr. Und dann kommt noch die Bahnpflege. Oder, ja, da gut, das machen wir dann in einer Gemeinschaftsaktion. Aber das ist eben auch entscheidend, das ganze Wettkampfmanagement, das muss halt funktionieren. Ja, und die Leute kommen vor dem Wettkampf, geben die Namen ein und bleiben noch länger, gucken, ob wieder alles funktioniert, damit die Zuschauer die Anzeigen haben, dass der Livestream die Ergebnisse senden kann. Ja, und das ist viel Computertechnik. Ja. Wir haben insgesamt 1-2 Countercomputer und jede Bahn hat noch einen eigenen PC hinter dem Fernseher, sodass dann die Anzeigen sichergestellt sind. Ja, zusätzlich zu der normalen Steuerung und Anzeige, wie Sie sie auf der Blendwand sehen. Lass uns mal ganz kurz das Thema so ein bisschen wechseln. Deutschland ist ja das Mutterland des Kegelsports, aber das gilt ja, glaube ich, auch für den Kegelbahnbauer. Die Kegelbahnbauunternehmen kommen ja in der Regel aus Deutschland, oder gibt es auch internationale Konkurrenz im Kegelbahnbaumarkt? Nein, Uwe, da hast du recht. Warum das so mal geworden ist, kann ich nicht sagen. Aber die Kegelbahnbaufirmen sind, soweit ich weiß, alle aus Deutschland von der Tradition her entstanden im 19. Jahrhundert. Wir waren 1909, die anderen Firmen sicherlich im ähnlichen Zeitraum. Und das ist so hier gewachsen. Und im Moment ist es auch so, dass es jetzt keine Kegelbahnbaufirma außerhalb Deutschlands gibt. Ich will aber hier niemanden so nahe treten, vielleicht habe ich jemanden übersehen. Oder er nennt sich auch Kegelbahnbau. Da es natürlich Vertrieb gibt und kleine Firmen, die auch Kegelbahn bauen. Ja, aber diese traditionellen Hersteller von Technik und der Bahn und dem Einbau, das ist sicherlich Deutschland der Schwerpunkt. Made in Germany, also auch im Kegelbahnbau. Aber ich weiß auch, dass die Firma Alborn auch zunehmend international auch jetzt versucht, Kegelbahnen zu verkaufen. Das ist auch im Interesse des Sports, wenn wir international mehr Sportstätten haben. Ja, das ist vollkommen richtig. Es gibt schon mal ab und zu Anfragen aus Brasilien oder so. Das sind sicherlich deutsche Kolonien, die eine Kegelbahn gern haben wollen. Ja, da sind wir natürlich schon auch hinterher, in diesen Ländern aktiv zu sein. Wir sind es ja schon mit dem Bowling-Bereich, aber natürlich auch im Kegelbereich wollen wir da natürlich auch stärker sein, weil wir haben ja auch ein Interesse, dass der Kegelsport noch mehr zunimmt und sonst würden wir das ja hier auch nicht machen. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Das ist, wir unterstützen ja damit auch den Kegelsport. Ich denke auch, das ist einfach so, dass da beide Partner von profitieren, weil ja eben auch die Firma Alborn eben international sich jetzt auch dann aufstellen möchte. Und dann ist das der beste Verkaufsargument, dass man bei einer Weltmeisterschaft die tollen 8 Bahnen hier im modernen Design aufgebaut hat. Und vor diesem Hintergrund sage ich erstmal schönen Dank für das Interview. Viel Erfolg auch bei den internationalen Verkaufsbemühungen und dass wir also dann vielleicht in 10 Jahren auch eine Weltmeisterschaft mit noch mehr Ländern hier
erleben können. Und junge Leute dazu kommen zum Kegeln, die sagen, ja, Kegeln ist ja doch spannend und macht Spaß und das Design hat sich geändert, sodass der, das muss ja auch in sein heutzutage eine Sportart und dafür hoffen wir, dass wir da auch einen Teil zu beitragen können. Ja, also in diesem Sinne, schönes Schlusswort, wie ich finde. Weiterhin viel Erfolg langfristig bei den Marketingaktivitäten, aber zunächst einmal wünsche ich der Firma Alborn und uns allen, dass das hier bis Samstag, bis zum Finale weiterhin so reibungslos, so perfekt klappt, wie es in den letzten Tagen auch geklappt hat. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg und noch viel Spaß und natürlich auch wenig Stress bei dieser WM. Dankeschön. Danke.